Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht es bei der Firma HWA in Affalterbach. Ersten Teil habt ihr erstmal so die allergröbsten Basics mitbekommen, was hier so geht. Und jetzt steigen wir erst so richtig ein, weil mir wurde schon gesagt, wir sind hier wirklich noch so bei 1% von allem angekommen. Keine Ahnung, was noch alles kommt, aber es wird auf jeden Fall geil, deswegen auf jeden Fall dranbleiben. Das ist das Monocoque zu dem Motor oder auch zu dem Auto vorne, das steht. Genau. Zum DTM. Also das ist im Prinzip das sogenannte Class 1 Monocoque, wird auch weiterhin noch in Japan genutzt. Das hatten die drei Hersteller BMW, Audi und Mercedes einheitlich. Das heißt, dieses Chassis konntest du 1:1 tauschen. Wir haben jetzt hier ein Auto, was gefahren ist, voll zerlegt gerade. Hier vorne an diesen Platten, da wurde der Motor festgemacht. Das haben wir in dem anderen Video, glaube ich, gesehen, dass diese Flanschplatten oder das Fahrwerk auch dran ist. Das heißt, der Motor ist fest angeschraubt an dem Monocoque. Hat natürlich zur Folge, dass gerade bei Vierzylindermotoren schon brutale Vibrationen auch ins Fahrzeug geraten. Das war tatsächlich ein Thema auch. Aber gut, haben wir dann in den Griff gekriegt. Aber da muss ich einmal zwischengrätschen, weil ihr habt jetzt ja einen Vierzylinder verbaut. Was hatten die anderen so verbaut? Was für Motoren gab es? Alle hatten das gleiche Reglement, alle Vierzylinder. Ach so, okay, waren alle Vierzylinder damals. Zuvor alle V8, dann alle umgestiegen auf Vierzylinder. Weil die Zeit habe ich gar nicht so mitbekommen, dass sie alle Vierzylinder gefahren haben. Ja, das war ja dann 2019, genau. Ja. Japaner aber machen Autos das schon länger. Waren schneller oder langsamer als mit V8? Schneller. Waren schneller, okay. Also das Konzept war an sich schon... Es ist, also wenn man mal sich anguckt zur Rundenzeitsimulation, dann ist Gewicht schon echt ein entscheidender Faktor. Ne? Natürlich auch Leistung, aber auch Gewicht ist einfach... Kann man die Rundenzeiten so krass simulieren? Man kann, ja. Also nachher stellen wir dir noch... Muss keiner mehr fahren. Ja, bald muss keiner mehr fahren. Du wirst dann noch jemanden kennenlernen, Paul, der ist praktisch, leitet die Gruppe Vehicle Dynamic. Und da ist es so, dass wir praktisch eigentlich jedes Projekt, was bevor es überhaupt losgeht, erstmal digital aufbauen, das heißt also erstmal mechanisch, Radstand, Spur, Gewichte, Gewichtsverteilung. Reifendaten. Genau, also dann wird es halt richtig detailliert. Dann gehen da Reifendaten rein, dann gehen Abtriebsdaten da rein. Dann geht je mehr Informationen du da in dieses Modell reinsteckst, desto mehr Informationen kriegst du. Und dann fährt dieses Auto tatsächlich virtuell auf irgendwelchen Strecken rum. Und dann weißt du schon, okay, welche Rundenzeit erreiche ich in Monza mit der Gewichtsverteilung und mit dem Leistungsspektrum. Dann ändere ich die Getriebeübersetzung, was passiert dann? Und aerodynamisch da kriegen wir nachher auch noch einen Einblick. Okay, weil dann spare ich mir die ganzen Fragen jetzt zur Sekunde gerade. Weil das machen wir eigentlich bei jedem Projekt, machen wir das und auch bei den anderen Themen. Also gerade hier bei diesem CEDU-Auto, da haben auch alle gesagt, ja, das baut man einfach so. Nee, wir haben das auch voll simuliert, wie viel Leistung brauche ich da und so. Ja, genau. Wie viel Zeit hat ihr, diesen Vierzylinder zu bauen bei dem Reglementwechsel? Weil das sind ja eigentlich so heutzutage die entscheidenden Fragen. Ich sag schon immer, man muss ja Glück haben, wenn ein DL-Paket ankommt. Ja, also der Motor, oder sagen wir mal so, bis die Entscheidung kam, dass wir als HWA dann dieses Aston Martin-Fahrzeug bauen, hatten wir so knapp über 100 Tage nur Zeit bis zum ersten Rennen. Oder für den ganzen Motor da vorne? Ja, fürs ganze Auto. Und, braucht 3 Jahre für so einen scheiß V6, ne? Also, was ja immer ein bisschen teilt. Du bist ja auch noch einer. So, ja, aber 100 man Tage. Muss natürlich sagen, so grundsätzlich, also du siehst, das Monocoque war halt auch gleich. Also das haben wir jetzt nicht neu entwickelt. Aber natürlich, dieser Vierzylindermotor hat ein ganz anderes Vorbaukonzept. Kühler, Ladeluftkühler zum ersten Mal. Packaging, das ist ja nicht so, dass man das mal. Ja, aber alles. Ne? Es geht ja schon los. Alleine Kurbelwelle, Kolben, Pleuel, Nockenwellen. Kollision, so, ne? Muss ja alles checken. Also jetzt mal, genau, du sprichst ja die Hardware-Motor an. Ja. Brutal. Hardware ist eine Sache. Und vor allen Dingen, du löst dann relativ früh natürlich so Gussthemen aus, weil die super lange brauchen. Und dann kommt der Motor, aber dann haben die Jungs auch gar nicht viel Zeit gehabt, zu sagen, das Ding muss ja dann performant auch noch appliziert werden. Du kannst ja dann nicht losfahren und sagen, oh, der läuft nicht so richtig. Ja. Muss Fahrer während der ersten Runde machen. Der steht dir ja auch noch bevor, das ist aber mal die ganze Applikation vom Motor. Ne? Ja. Also das sehen wir aber nachher auf den Prüfständen noch, wer das so alles macht hier, genau. Das heißt, ihr habt aber auch eigene Bearbeitungszentren und so weiter, dass man auch so diese Gussteile bearbeiten kann, nee, oder das eher weniger? Also die kommen fertig bearbeitet. Wir haben hier eine sehr, sehr gute interne Fertigung gehabt und man hat eben, wie gesagt, zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt, dass die interne Fertigung sich nicht kostentechnisch rechnet. Das ist auch leider so ein bisschen, weil wir natürlich mit unseren Themen, du machst dann einen Teil, ja, du rüstest die Maschine erstmal einen ganzen Tag, dann machst du einen Teil und dann steht die erstmal. Ja. Ist natürlich ganz anders, als wenn du da Lohnfertigung hast oder so. Das heißt, tatsächlich rechnen sich so ein Fräszentrum und wir hatten hier, ich würde mal sagen, 5 Achsmaschinen. Ah, da gab es sogar richtig. Ja, ein ganz großes Zentrum haben wir hier, voll ausgestattet, auch Materialien, alles da. Das Problem ist nur, wie gesagt, es rechnet sich grundsätzlich auf den ersten Blick nicht. Ja, klar. Auf den zweiten Blick natürlich, weil du halt unabhängig hast, Flexibilität, viel schnelleren Zugriff. Und was für mich entscheidend ist, und da kommen wir immer wieder auf das Mitarbeiterthema,
die Leute, die dabei sind, also bei mir war es zum Beispiel so, hier als junger Konstrukteur fängst du an, machst irgendwas, dann machst du eine Zeichnung und dann geht es praktisch in die Produktion. Und wenn du dich da nicht gut mit auskennst, dann machst du halt irgendwas und dann kommt aber, so war das hier, dann kommt aber der Anruf und sagt, so Kollege, jetzt kommst du mal runter und jetzt sagst du mir mal, wie ich das herstellen soll. Und dann lernst du. Und dann heißt es, na gut, jetzt mache ich den Radius ein bisschen anders und schon kann ich das herstellen. Ja. Und das hat wirklich gut funktioniert und das ist natürlich ein bisschen schade. Wir kompensieren das, dass wir sehr engen Kontakt zu unseren Lieferanten haben und dass da auch Ingenieure und Techniker dann sozusagen mit denen in Kontakt stehen. Das ist natürlich noch was anderes, als wenn du das selber fertigst. Rückblickend jetzt betrachtet, wie gut haben eure Motoren funktioniert im Gegensatz zu dem anderen? Also kann man da irgendwie sagen, keine Ahnung, euer war der mit dem meisten Drehmoment, dafür war er von der Topspeed her ein bisschen schwächer oder ja, hat er am meisten verbraucht, am wenigsten verbraucht oder machen da alle ihren Job so gut, dass die alle ziemlich ähnlich sind? Also ich kann dir mal sagen, so grundsätzlich in diesem Jahr 2019 war das so, dass eigentlich die Fahrzeuge, gerade so die ersten 8 Fahrzeuge sind irgendwo so im Zehntel unterwegs gewesen und die Haltbarkeit und so, natürlich, das war bei allen Thema. Wir hatten überall Vibrationsprobleme, hatten alle in dem ersten Jahr auch Haltbarkeitsthemen. Leistung weiß man ja nicht so richtig. Das heißt, es ist bis heute wirklich so, wenn ihr so ein Auto vorgestellt habt, das ist euer Class 1 Auto, wird keine PS-Angabe gemacht. Also es ist immer so, dass man das keine Also den Horizont weiß man. Genau. Aber man muss ja der Presse irgendwas mitteilen. So. Also wenn ja, also das sagen wir auch. Also der 14. Sucht dir was aus zwischen 5 und 700. 650 PS wird da gesagt. Krass, weil eigentlich ist der 650 PS für 4-Zylinder schon. Ja, und eben kraftstoffrestriktiert. Also da war es wirklich so, du hast hier den Tank, guck mal hier, da siehst du auch, der ist ja hier unten drin. Das ist ja nur wie so ein Ballon, der da so reinkommt. Genau, oder? Da kommt so eine Blase rein. In der Blase sind lauter kleine Pumpen, die aus allen Ecken in einen Catch-Tank pumpen. Sogenannte Innentankpumpen. Dann hast du in dem Catch-Tank noch eine große Pumpe, die eigentlich nur vorfördert. Kraftstoff geht dann hier vor bis zum Motor. Und hier zwischendrin, da hat uns dann, oder in dem Fall sogar ich mit dem DMSB zusammen, haben wir hier praktisch so eine Drossel reingebaut, haben gesagt, hier ist euer Kraftstoffrestriktor. Die wurden verlost. Und dann wurden die vor dem Rennen da eingebaut. Und du musst dir vorstellen, wie eine Drossel im Gartenschlauch. Ach so, jetzt habe ich das erst verstanden. Ja. Ich dachte erst, es wäre jetzt irgendwie so, dass ihr gesagt bekommt, ihr habt 100 Liter Sprit, aber müsst ihr das Rennen durchkommen. Nein, nein. Sprit kannst du so viel reinmachen oder so wenig, wie du dir zutraust. Du musst am Ende noch einen Liter haben. Also kann man haben. Schon effizient drumherum bauen. So. Das ist ja auch wieder ein Punkt mit dem Sprit. Das kann man auch alles in Rundzeitensimulationen auch gucken. Ja. Ja. Das heißt, du sagst, ich bin jetzt auf der Strecke, da haben wir den und den spezifischen Verbrauch und dann tankst du auch wirklich ans Limit. Ja. Man muss am Ende noch Kraftstoff haben, damit es so Kraftstoffproben gibt, dass du dir nicht heimlich irgendwelches Zeug mit reingießt. Das und vor allem, da muss man auch die Eier in der Hose haben, auf Deutsch gesagt. Wenn das Ding leer fährt in der letzten Runde, dann stehst du da. Ja. Und das ist ja zum Beispiel, da war Formel 1, das war vielleicht bekannt, wo Sebastian Vettel da den 2. Platz in Aserbaidschan gemacht hat oder so, glaube ich war das, hatte der auch nicht mehr genügend Sprit, um diese Spritproben rauszuholen, ne? Weil die das so knapp bemessen haben. Bist du so eine Pfütze. Das ist disqualifiziert. Ja. Krass. Boom. Und der Restriktor, das war einfach nur eine Drossel in Form von einer Kirschensverjüngung? Nee, ganz aufwendiges Teil. Aus Japan, sehr, sehr teuer. Und eben, wie gesagt, es war so ein Einheitsteil, was man verlost hat und das war auch immer in Koffern bei der Dekra, damit das ja keiner vorher hat und da irgendwas mit manipuliert. Und jedes Rennen neu verlost? Genau. Und das war im Prinzip eine Regelung aus Durchfluss und Druck, weil du musstest auch den Druck regeln. Also ja, das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen. Und man hat die natürlich auch immer prüfen lassen, also von Prüfinstituten, damit dann natürlich nicht ein Hersteller sagen kann, ich hatte hier irgendwie viel weniger als sonst. Aber die waren schon leicht unterschiedlich untereinander. Ne? Das heißt, man musste schon auch so ein bisschen vor Ort dann wieder nachapplizieren oder das hat der Motor alleine? Das können die Steuergeräte schon erkennen. Aber es ist auch wirklich, wir reden da wirklich von absoluten Nuancen und das. Ich behaupte im Nachhinein, dass man das nicht als Hersteller feststellen konnte, aber wahrscheinlich werden jetzt alle sauer auf mich sein. Nachher kriegst du noch böse E-Mails. Ja, aber jedes Mal, wenn man vor so einem Monocoque steht, ist es immer wieder krass, wie stabil das eigentlich ist. Ne? Ja, ich meine, sag mal, so Steifigkeiten holst du halt, indem du hast Geometrie da drin, ne? Also generell Steifigkeit entsteht ja, du hast eine Materialkonstante und du hast eine Geometrie, also darüber kannst du Steifigkeiten holen. Ne?
Und so ein Monocoque natürlich ist komplex aufgebaut. Du siehst, da ist sehr viel Geometrie, da sind auch sehr viele Teile verklebt und so weiter, um halt einfach auch diese Geometrie reinzubringen. Weil wenn du ein gerades Blatt hast, dann ist das ja ziemlich wackelig. Aber wenn du das ein bisschen faltest, also Geometrie reinbringst, hat es eine viel höhere Steifigkeit. Oder ganz einfach gesagt, das kann eigentlich jeder mal selber zu Hause machen, wenn man ein Lineal nimmt und macht es auf die flache Seite und drückt ein bisschen drauf, dann wabbelt es ja auch rum. Dreht man es aber um seine Achse, hat man eine viel höhere Steifigkeit, weil man eine andere Geometrie nochmal und so weiter reinbringt. Ne? Hier geht es einfach um Sicherheit. Hier haben wir auch keine Spaß, oder wir wollten nichts sparen und da haben auch alle Hersteller das gleiche Interesse gehabt. Wenn du hier, und das schlimmste Fall ist eigentlich so ein T-Bone, du hast praktisch ein Auto steht oder dreht sich auf der Strecke, ein anderer fährt praktisch voll in die Seite rein. Und du fährst praktisch, da sitzt der Fahrer, ne? Auf der Seite sitzt der Fahrer, der sitzt eigentlich da praktisch mit seiner Hüfte an dieser Wand und wenn da einer reindonnert, dann soll da nichts passieren. Und deswegen gibt es hier so Crash-Absorber, die sind jetzt hier nicht mehr dran, die praktisch Energie aufnehmen, wenn da einer reinfährt. Das wäre gerade meine Frage gewesen, was ja, Crash. Hier und da sind so Crash-Elemente, vorne und hinten haben wir die auch. Ich hoffe, das ist dann nicht ganz so technisch, aber wenn man sich zum Beispiel so ein Spannungsdehnungsdiagramm anguckt, bedeutet, wenn man eine Crashbox oder ein Crash-Element macht, braucht man einfach, man braucht eine gute Festigkeit, eine hohe Festigkeit und man braucht gute Dehnraten. Mhm. Bedeutet einfach, die Fläche unter diesem Diagramm ist enorm wichtig, um, sagen wir mal, gut Energie auch abbauen zu können. Das heißt, es darf jetzt nicht einfach bretthart hier was rausschütten, einfach 1:1 überträgt, genau, sondern irgendwie... Genau, es ist leider keins da, aber das sind so Stufen auch gewesen, dass praktisch wie so ein Teleskop ineinander fangen. Genau. Und das ist dann hier in der Mitte verbunden? Nee, also wir stehen praktisch hier so raus. Achso, also man geht davon aus, dass das Auto niemals genau nur die Mitte trifft, sondern es wird immer eins der auch Elemente. Auch die Mitte hat hier, also das ist jetzt nicht voll, sondern das sind da Waben drin und so weiter. Auch hier kannst es nicht unendlich steif, sondern das nimmt Energie auf, wenn ich hier reinhämmer. Ja? Das ist ja auch, also... Man kann sich bei den Bienen viel Leichtbau abgucken. Ne? Also diese ganzen Wabenstrukturen, das ist Leichtbau, ne? Was die betreiben. Also Bienen betreiben aktiv Leichtbau und davon bedienen wir uns einfach und sagen, ey, das können wir auch und das nehmen wir zum Beispiel unseren Monocoque zu machen. Die gute Carbonbiene. Ja gut, jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir mal hier das Tuch hoch. Weil du sagtest Verschleiß und Vibration. Geht sowas nur kaputt durch Unfall oder gibt es auch so Monocoques, die getauscht werden, weil irgendwelche Gewinde rausgerissen sind? Also das Verrückte an diesen Monocoques war oder ist tatsächlich, dass wir haben Monocoques, die wir seit 2012 im Einsatz haben. Die wurden jedes Jahr komplett zerlegt. Dann werden die geprüft über so Klangverfahren, also da wird drauf rumgeklopft und dann hört man sozusagen, ob es da Probleme gibt. Ja. Und natürlich reißen hier auch mal Sachen aus. Also das du hast ja Sergej vorhin gesehen, wenn dem passiert das nicht, aber es passiert natürlich mal, wenn du hier 15 Mal eine Schraube rein und raus machst, dann geht so ein Insert mal kaputt oder irgendwie so. Von daher, das kann man dann aber reparieren und das funktioniert auch. Man sieht hier vorne haben wir auch so Patches gemacht. Aber entscheidend ist an diesen Monocoques wirklich, dass die einfach unfassbar lang sehr gut halten. Ja, ja. Ja. Das ist alles für einen Sitz hier oder wird der Gurt da festgemacht? Ja, gut. Auch, sagen wir mal, um so Monocoques abzuprüfen, ob Delamination, ne, das ist, sagen wir mal, der Punkt, der zum Beispiel auch durch Vibrationen oder durch andere Kraftanleitungen passieren kann. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Messverfahren, um solche Monocoques abzuprüfen. Also von Computertomographie bis irgendwelche Bildkorrelationen, um Dehnungen zu messen, wenn man irgendwas anzieht. Oder halt auch Schallprüfungen, um dann zu sehen, wenn das Echo sich ändert. Ah, da ist vielleicht eine Delamination drin. Also laut Reglement, wie schnell dürft ihr so ein Ding tauschen? Also angenommen, einer macht im Qualifying so ein Ding kaputt. Kann man sowas dann über Nacht bis zum Renntag tauschen? Also, keine Chance. Ja, ehrlicherweise. Dürfte man es? Man darf auch, also es gab da immer, oder in Summe war das auch wirklich ein tolles Zusammenspiel zwischen Dekra, DMSB und den Herstellern und da konnte man dann auch über so Themen nachdenken, aber in den meisten Fällen, also ein Monocoque an der Strecke tauschen, das hat man eher nicht gemacht. Gut, dann machen wir mal hier die Augen weg. Das ist im Prinzip eigentlich die Fahrzeugabdeckung. Ein tolles Package, ne? Guck mal hier, leg das mal rüber. Also es sieht halt im Prinzip einfach aus wie ein ganzes Auto. Ja, hier sind eben diese Flanschplatten, die praktisch dann vorne am Monocoque fest sind. Das heißt, nochmal für alle jetzt gerade nur kurz wirken lassen. Das ist jetzt gerade dieser Vierzylinder, den wir vorne gesehen haben. Wenn ich das so sehe, denke ich irgendwie, das kommt immer hinter das Auto. Weißt du, ich hätte jetzt irgendwie immer noch gedacht, also, dass es irgendwie so... Das waren Transaxle-Fahrzeuge, so wie Gordian schon. Das heißt, das Ganze kommt jetzt, das ist jetzt erstmal noch alles nach vorne hin, die Vorderachse. Ja. Genau, hier sind jetzt noch diese,
das sind sehr spezielle Natur, Spezialfasersysteme. Genau, also da ja, mit Belüftung zum Beispiel bei Composite-Werkstoffen, also das, was man Carbon, was man kennt, das ist, da gibt es ganz viele unterschiedliche Werkstoffe, also unterschiedliche Fasern, auch unterschiedliche Matrix-Systeme, die halt auch speziell auf diese Temperatur halt appliziert werden. Ne? Aber jetzt sehe ich das erst, das heißt, es gibt eigentlich gar keinen Rahmen so richtig nach vorne. Doch, hier. So ein bisschen, vorne, doch, hier, okay. Ja, diese Struktur, die geht praktisch hier vor und die ist auch oben rechts und links am Monocoque fest. Dann hast du diese Platte, die fest ist. Das muss natürlich alles zueinander passen. Dann hier die Dämpfer mit Pushrod-System. Und dann hier einen oberen Querlenker, unteren Querlenker, Radträger aus Guss, Feinguss. Das war bei allen Autos dann aber gleich. Genau, also Fahrwerkskomponenten hat man dann ab 2016 sozusagen vereinheitlicht. Davor war das auch individuell. Gerade so Radnabe, Radmutter, Bremse war schon länger einheitlich, auch der Bremssattel. Hier gibt es eigentlich wenig individuelle Teile. Aber genau, das hier vorne gibt es natürlich schon noch deutlich, weil der Motor ja nicht einheitlich ist. Hier diese ganze, das sogenannte Motorkreuz und Fahrwerksanbindung und dann natürlich das Vorbaukonzept, also wie groß ist der Ladeluftkühler, wie positioniere ich ihn, wie ströme ich den an, Abströmung. Also das sind so viele Kleinigkeiten. Ja, vor allem das alles in 100 Tagen, also da bin ich noch am meisten fassungslos drüber. Ja, aber es ist ja jedes Teil baut ja auf dem nächsten auf. Du kannst jetzt ja auch nicht anfangen und einfach so alles auf einmal machen. Hier sind jetzt schon ein paar Sachen dran. Das Auto geht an einen Kunden, der damit auch eben jetzt nicht nur rennt, also der fährt damit schon im Renneinsatz. Aber Straße. Deswegen gibt nee. Nee, aber der macht halt im Prinzip jetzt nicht nur den ganz krassen Renneinsatz. Deswegen gibt es jetzt hier auch so Lüftersysteme. Das hatten wir natürlich im Rennauto. Ach so, das Rennauto braucht keinen Lüfter, weil sobald er anhält, kommt eh einer mit Lüfter und während der Fahrt. Und während der Fahrt gibt es genug. Ja, aber auch alleine hier noch so ein Lenkgetriebe reinzukriegen und so, ne? Das ist halt schon. Genau, das ist dann hier auch im Prinzip. Vorhin mit Servo-Unterstützung, ja, ne? Ja, genau. Und hier ist geschraubt zum Einstellen? Genau, das sind Shims, damit kannst du alles einstellen, was du raus. Ne? Also hat gar nicht so herkömmlich eine Spurstange noch zum Rein- und Rausdrehen, sondern komplett das wird alles über Shim-Systeme gelöst. Hier auch, also den Sturzwert natürlich auch. Guck mal, da sind auch so kleine Hülsen drin, die man da sieht. Also da kann man praktisch die Hülsen auch drehen oder andere Hülsen machen, sodass der Punktsack noch wandert. Das sind dann Kinematik-Optionen, so nennt man das. Halt alles wichtig fürs Setup, ne? Und auch, ich sehe hier wirklich viel Sensorik auch schon dran, ne? Ja. Also nicht nur hier Linearsensoren, sondern wirklich an jeder Ecke und Stelle ist ja nochmal überall. Drehwinkel. Ja, sowas ist halt geil, ne? Einfach nochmal ein Carbonhalter wieder, um die einzelnen Stecker dran zu machen. Genau, nur um das so. Das sind natürlich alles so schöne. Ja, das ist schon der Wahnsinn. Vermögen allein die Stecker. Sowas hausintern gemacht oder habt ihr für Kabelbaum extra? Haben wir denn? Ach, scheiße. Ah, warum haben wir uns zu Hause gelassen? Nee, das sehen wir alles. Also nach wie vor, wir als HWA haben immer diesen Ansatz auch verfolgt oder verfolgen ihn hier sozusagen so viel wie möglich im Haus zu machen. Natürlich auch bei manchen Projekten, wo wir dann so einen Kabelbaum mehrfach brauchen, dann haben wir natürlich Partner, die das dann auch anders produzieren. Aber so Prototypen-Themen und so, also das ist alles hier auch entstanden. Krass. Klar, du musst aber auch Leute haben, die das auslegen und sagen, wo lege ich ihn jetzt mal? Ja. Man kann es ja nicht einfach. Und da haben wir natürlich immer auch so ein bisschen Clinch. Da gibt es auch eine Konstruktionsabteilung im Bereich Elektrik, die dann halt irgendwie zu spät gerufen werden. An der Stelle nochmal sorry, aber das ist immer so. Und und dann wird festgelegt, wie lang die Kabel sind. Und dann gibt es natürlich Schnittstelle. Es gibt eine Truppe, die den Motor entwickelt, eine Truppe, die das Fahrzeug entwickelt. Das muss auch alles hier mal funktionieren. Ich glaube auch nach wie vor, eine riesen Baustelle ist halt wirklich immer so diese ganze Kühlsache, Belüftung. Wenn ich ja alleine sehe, wie viele Verteiler hier von den ganzen Schläuchen nochmal. Weißt du, hier ist nochmal ein Verteiler. Geht, wenn man hier mal allein die Bremsen... Geht einer dahin, dann geht hier noch irgendwas hinter dem Motor. Keine Ahnung, was da von hinten nochmal belüftet wird. Ja. Das sind ein paar Feinheiten dran, ne? Ja, man bläst halt nochmal Luft von hinten an den Zylinderkopf dran. So, weil das ist ja echt schon, wie viele Verteiler hier zu allen Ecken. Ich meine, manche, wenn man es sich anguckt, manche Werkstoffe nehmen ja auch mit der Temperatur, Festigkeit nimmt dann ab und so. Und ich meine, deswegen, da muss man schon auf so Kleinigkeiten muss man halt auch schon achten. Ja. Hier sind auch so Durchführungen, also das Gradmaß ist extra so gummiert gewesen, so dass praktisch hier praktisch die Querlenkerdurchführung dann abgedichtet ist. Dass, weil keine Verwirbelung. Genau, und vor allen Dingen hast du natürlich aerodynamische Verhältnisse, also Druck- oder Unterdruckthemen im Radhaus, die man auch steuern möchte. Ja, guckt euch mal
diesen Schlauch für die Bremsverlüftung an. Das ist halt einfach mal so ein 115er Schlauch. Der teilt, also 125, ne? Der teilt sich auch nochmal auf, um unterschiedliche Bereiche unterschiedlich zu kühlen. Ne? Also es ist schon. Ja, und dann ist richtig. Natürlich hier jetzt, also das sieht natürlich jetzt schon witzig aus, wenn du hier jetzt so den, das Dach in Anführungsstrichen siehst. Ja, das ist im Prinzip die Struktur, die man dann so aufsetzt. Häuschen. Genau, hier hinten will ich jetzt nicht machen. Aber 2.0 einfach. Hier kann man jetzt natürlich noch das ganze Heckcompartment so rausziehen. Das geht darum, dass im hinteren Bereich ist ja das Fahrwerk und vor allem aber das Getriebe, Kupplung, alles hinten drin. Und um da vernünftig ranzukommen, kann man praktisch hier Heckdeckel mit Heckschürze als einen Teil wegnehmen und dann konnte man da auch drin gut arbeiten. Ja. Das sieht man auch ganz gut, Funktionsindikation, also hier, also gerade diese Teile, das ist halt Funktionsintegration, das bedeutet Leichtbau, was natürlich, sagen wir mal, im Schadensfall natürlich ein bisschen blöder ist, wenn man mehr Sachen auf einmal anbringen muss. Aber für einen Leichtbau ist das das Optimale. Das heißt, Schadensfall, wenn hier jetzt einer reinknallen würde, müsste man halt das Ganze... Ja, hier gibt es natürlich schon Trennung. Es gibt Trennung, noch, aber, genau. Ja. Ich meine, du kannst auch nicht alles auf einmal so fertigen, ne? Aber es wird schon probiert, für den Leichtbau einfach so viel wie möglich zu integrieren. Wie kommt es, dass man teilweise noch diese Oldschool-Scharniere, nennen Sie jetzt einfach mal vorsichtig, ja, Oldschool-Scharniere, ja. Weil sie am praktischsten sind, weil da einfach... Haltekräfte auch. Und da ist auch ordentlich Dampf drauf. Also ja, genau. Ja, im Grunde, warum nehmen wir die? Also erstens sind die sicher, die halten auch zu. Natürlich kannst du kleiner, wir haben auch andere Systeme, aber die sind eigentlich gar nicht so schwer gewesen. Also wenn man die jetzt abbaut, dann schaust du die an und grundsätzlich haben die gute Funktion. Ne? Und es funktioniert. Ne? Ja, genau. Es funktioniert ja, immer. Immer, ja. Und das ist das Wichtige, auch drauf weiß, wie es geht. Ja. Zuverlässigkeit, das ist auch ein Punkt. Ne? Umso einfacher ich so Sachen bedienen kann, umso schneller kann ich auch in die Reparatur gehen. Ne? Gerade in so einem Renneinsatz, wo dann viel Hektik und so weiter ist. Und man muss natürlich auch noch eins sagen. Also wir sind, glaube ich, in den seltensten Fällen ist irgendjemand so nah an so einem Rennauto. Du stehst weiter weg. Man sieht es nicht so richtig. Gerade eben mit dem wilden Dekor immer. Genau, jetzt. Genau. Das ist auch nicht das Ziel. Also ich meine, klar, es gibt hier schon Anforderungen zum Thema Spaltmaße und so weiter, aber im Grunde, ja. Geil. Genau, Ladeluftkühler liegt hier um. Wir können den gerade mal abnehmen. Okay, das ist echt nur diese. Weil hier ist halt wirklich 1, 2, 3, 4, 5, guck mal, selbst das kleine Ding hier in der Mitte ist noch wieder in Öffnung. Genau, also hier, das sind dann praktisch die Bremsenkühleinlässe. Mhm. Die gehen praktisch von der Mitte aus, damit sie einen richtig schönen Radius fahren können. Mhm. An ans Rad, das haben wir bei dem Auto auch damals neu gemacht. Die waren teilweise weiter außen. Dann haben wir natürlich einen Motorkühler. Fahrerluft gibt es auch, also muss dem Fahrer auch Luft geben. Der Kollege sitzt da drin, da wird es schön warm. Dann eben Ladeluftkühler, wird praktisch durchströmt, geht dann über die Haube raus. Kann man hierbei sagen, ist hier entscheidender bei dem Ladeluftkühler die Anströmung oder wie es drüber wegströmt? Ja. Jetzt also in der Bauform, wie es hier drin liegt. Also erstens ein komplettes Zusammenspiel, aber pauschal würde ich behaupten, die Abströmung ist wichtiger, weil der Staudruck hier vor, oder sagen wir es mal so, da würde ich gerne noch Kollegen noch dazu holen, den Volker, der da wirklich mit Vincent zusammen da sehr, sehr viel Entwicklung betrieben hat. Aber ja, ich glaube, er ist mir nicht böse, wenn ich sage, grundsätzlich ist die Abströmung entscheidend. Weil die Abströmung ist immer so eine Sache, wo sich gar keiner bei uns immer Gedanken drum macht. Genau. Einfach so Kühler vorne rein und fertig so. Ja, ne? Gut, man muss auch sagen, also es gibt ja auch verschiedene Konzepte. Also wenn du jetzt praktisch so eine Art Diffusabströmung in den Motorraum hast, dann, so wie das bei klassischen Straßenfahrzeugen ist, dann ist natürlich da nicht viel zu holen. Wie willst du da praktisch einen Unterdruck erzeugen? Mhm. Hier ist es jetzt so, wenn die Haube wird überströmt, also das ist eine hohe Geschwindigkeit, und dann über eben zum Beispiel so Gurney-Lippen oder durch so Stolperfallen kannst du praktisch eine Verwirbelung erzeugen. Daraus entsteht ein Unterdruck und der zieht dann hier praktisch die Luft raus und dann gibt es halt eine Durchströmung. Ja. Ah, das heißt, man würde jetzt vor diesem Kanal noch eine Lippe anbringen, dass sich genau in dem Kanal die Luft so raus hat. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach nur geil, wie das so aufgebaut ist. Weil die Kühler sind jetzt ja wirklich nicht groß für die Leistung. Ne? Also sowohl der Wasserkühler, ja, wenn man sich überlegt, ist das Ding... Das ist es halt. Man muss nicht, sagen wir mal, den größten Kühler hinpacken. Man muss es nur optimal ausnutzen. Die Effizientesten, ja. Unmöglichst natürlich auch gleich verteilt. Also es bringt nichts, wenn hier oben jetzt ganz viel durchgeht und da nicht. Ja, das ist eine Wissenschaft für sich. Ich glaube... da sollten wir mal noch mal jemand dazu holen. Der weil wir reden ja dann davon, dass das theoretisch auch alles 100 Tage war, ne? Alles, ja. Klar, es haben auch Leute dran gearbeitet, eine große Gruppe. Ja, man aber muss aber sagen, dass wir in dem Jahr auch echt verrückt noch viele andere Projekte hatten, und also sehr große andere Projekte. Und deswegen ist das schon echt eine tolle Leistung. Ja.
Genau, also was haben wir hier? Das ist nochmal zur Erklärung. Eben hatten wir das mit dem Reifenabrieb. Im ersten Teil war das der Elektromotor, der gleichzeitig auch bremsen kann, nur das Emissionsauto. Das haben wir hier zufälligerweise nochmal liegen. Und ja, im Grunde ist das hier zu sehen, das ist praktisch eine Filtereinheit. Und dann eben die umhausten Reifen. Hier unten schaut jetzt der Reifen raus. Das ist jetzt hier nicht dargestellt. Das heißt, der ist komplett eingehaust. Das heißt, das liegt richtig auf dem Boden auf oder ist ganz bisschen Platz? Ganz bisschen Platz. Und du siehst auch, wir haben das so gemacht, dass man es verschieben kann. Dass wenn man jetzt irgendwo hochfahren würde oder auf dem Anhänger oder irgendwas. Also es ging jetzt hauptsächlich um diesen Prototyp, den wir gebaut haben. Das heißt, dieses ganze Paket hier mit dem Filter in der Mitte ist aber wirklich nur da, um den Abrieb der Reifen eigentlich abzusorgen. Genau. So, und das siehst du hier auch nochmal, wie das aufgebaut ist. Also Abdeckung, verschiedene Filterelemente, Grobfilter, Feinfilter, dann hier unten so Auffangbecken für so richtig, wir haben immer gesagt Aschenbecher, weil die, da sind dann halt Kippen drin gelegen und was weiß ich, was du alles so auf dem Boden aufsaugst, aber gut. Eheringe, Handys. Genau, dann natürlich das Ganze nicht einfach so aus dem Bauch heraus entstanden, sondern eben auch entwickelt, wie wir das hier tun. CFD-Entwicklung, wir haben das genau berechnet, simuliert, wie verhalten sich die Partikel. Und da gibt es eigentlich ein ganz interessantes Thema. Wir wussten erst gar nicht, wie man denn diesen Reifenabrieb irgendwie darstellt. Also das ist ja, das sind nicht Luftpartikelchen, sondern das sind ja einfach tatsächliche Grobpartikel sozusagen. Und die haben wir dann extra aufgebaut und auch im Simulationsverfahren dann darstellen können. Und das ist der Fahrtwind hier? Das sind die Streamlines, ja, sagen wir mal, um den Luftstrom optisch darzustellen. Wird der Fahrtwind auch genutzt für irgendwas? Also, wird der Fahrtwind genutzt, um das Ganze da durchzuziehen am Ende? Ja, es ist eine Kombination, weil du musst natürlich auch schauen, ab einer gewissen Verwirbelung hier sind die Umströmungen hier viel größer als die Abluft. Oder andersrum, hier sind halt Lüfter drin gewesen. Okay. Ja, also hier gibt es auch ein Lüfterelement. Und man kann eigentlich sagen, ab einer gewissen Geschwindigkeit kann man eben nicht mehr die alle aufsaugen. Ne? Wie viel von den aktuellen Emissionen kommen über den Reifen, so bei aktuellen Autos? Ja, also da will ich mich auch ungern zu einem Wert hinweisen lassen. Reden wir da eher so von 1%, 5%, 10%, 20%? Ich kann zumindest sagen, dass es so relevant ist, dass es jetzt für die nächste Euro 7 Generation tatsächlich als relevanter Bereich aufgenommen wurde. Bremse, Staub und Reifenabrieb sind jetzt tatsächlich Themen für die zukünftigen Fahrzeuge. Das heißt, Motor ist mittlerweile so sauber, dass es jetzt mit an den Komponenten weitergeht. Absolut. Genau, dann eben nochmal die Einheit hier kurz dargestellt, also mit dem Ölkreislauf, dass eben selbst wenn ich bremse in dieser Getriebebremseinheit, dass dann eben keine Partikel nach außen gehen. Das hier nochmal als Explosionszeichen. Das ist gekoppelt, aber komplett. Genau, und hier siehst du jetzt nochmal Partikelverlauf, wie funktioniert das. Und ist der Kasten so breit, dass man da noch drin lenken kann? Oder genau, also lenkt das ganze Ding mit? Nee, also hier ist im Prinzip so, das ist radfest total. Und hier haben wir, so wie bei unserer Bremsenluft hier, flexible Schläuche. Das heißt also, der kann praktisch komprimieren und auseinandergezogen, ziehharmonikamäßig und eben dann auch federn. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, sowas geht natürlich auch nur bei einem Vollelektroauto, weil es bauraumtechnisch natürlich mit einem Verbrennungsmotor da vorne drin alles ja auch gar nicht passend funktionieren würde und so weiter. Ne? Das ganze Konzept hat eigentlich nur, also normal hast du ein Rad. Ein Rad hat eine Bremse, die Bremse muss gekühlt werden, geht überhaupt nicht. Ja. Das geht alles nur in dieser Gesamtkombination. Ja. Und deswegen sind wir auch drauf gekommen eigentlich. Das war überhaupt nicht der erste Fokus. Der erste Fokus war, wie kriegen wir die Bremse sauber? Und dann haben wir gesagt, na gut, jetzt wo das Rad eben nicht mehr oder dass die Felge gar nicht mehr die Felgenfunktion hat zur Kühlung der Bremse, können wir das schon einpacken, kein Problem. Und seht ihr hier Zukunft drin? Also wird das kommen? Absolut. Ja, wir haben da Patente drauf. Wir werden das auch mit verschiedenen Herstellern besprechen. Ich gehe davon aus, dass wenn du so ein Elektrofahrzeug hast und die meisten Leute, die Elektrofahrzeuge fahren, machen das aus Nachhaltigkeitsgedanken. Die wollen das dann auch vollumfänglich. Und weil das Problem wird ja immer sein, ein Reifen wird ja immer irgendwie Abrieb erzeugen, weil sonst kann er ja auch nichts. Also natürlich könnte man auch gar ein Holzrad durch den fahren. Ich sag's nochmal so krass, also ich hoffe nicht, dass mich hier irgendwie einer verurteilt, aber ich behaupte tatsächlich, dass im Schnitt Elektrofahrzeuge den doppelten Reifenverschleiß haben. Und dieses Mikroplastik, was da entsteht, nämlich dieser Abrieb von den Reifen, der liegt auf der Straße rum, läuft mit dem Regen weg und schwimmt dann irgendwo rum. Oder wird vom nächsten Auto wieder hochgenommen, durch die Gegend geschleudert. Ja, landet im Meer, weiß ich nicht was. Also hier wollen wir jetzt nicht zu politisch werden, aber... Wir machen lieber Motorsport weiter. Genau. Deswegen ja, geil, okay, cool. Okay. Ja gut, also hier sind wir jetzt im Grunde nochmal in einem Bereich, in dem wir auch Themen bearbeiten, also fertigen eigentlich. Hier können wir kurz mit anfangen.
Das sieht hier auf jeden Fall nach Carbon aus. Ja, genau. Also Vorsicht. Das sind Sitze, die wir selbst entwickelt haben. Also es sieht jetzt nicht aus wie ein Standardsitz, sondern das ist eine Sicherheitszelle, so nennen wir das. Im Grunde ist das so, in den GT3, GT4 Rennfahrzeugen gibt es eigentlich Standardsitze, Recaro, Sabelt, da gibt es eine ganze Reihe Sitzhersteller. Wir haben aber 2010 entschieden, dass wir in dem ersten GT3 Auto, was wir entwickelt haben mit AMG zusammen, SLS GT3, dass man im Grunde eigentlich das Konzept Monocoque in das Fahrzeug mit integriert. Und da siehst du, dass hier auch bis über das Knie hinaus sozusagen der Sitz nach vorne geht und dann auch nochmal so eine Verprägung drin ist, um da halt noch mehr Steifigkeit reinzubringen. Und wir sind auch offiziell gelistet bei der FIA als Sitzhersteller. Das heißt, wir haben den Sitz geprüft nach dem aktuell neuesten Rallye-Reglement. Da wird praktisch hier im Schulterbereich mit 3,5 Tonnen drauf gedrückt und dann muss das Ding das aushalten. Vor allem, wenn man von so drauf guckt, wie außermittig man auch so sitzt. Ne? Also gefühlt ist das Becken viel weiter links als eigentlich die Schulterbreite. Ja. Ah ja, das täuscht ein bisschen. Also die Rechte ist tatsächlich asymmetrisch, aber das geht so über den Mitteltunnel. Und hier drinnen, das sehen wir hier vorne gleich, gibt es im Prinzip, du würdest da nicht drin sitzen, sondern es wird dann praktisch ein Abguss gemacht. Das heißt, die Fahrer kommen hierher, ach, gucken wir uns gleich mal an, und setzen sich dann in dieses System rein. Das wird dann mit Schaum gefüllt. Und der ist auch relativ schwer, ist auch richtig. Der ist auch hier hinten angebunden am Käfig und unten. Hier haben wir tatsächlich mehr Gewicht im Fahrzeug, als man müsste, aber es ist einfach so viel mehr Sicherheit, ja. Und deshalb ist es das ist uns alle mal wert. Aber hier haben wir jetzt im Grunde so ein Dummy-Auto. Da ist auch diese Sicherheitszelle drin, die wir gerade in der Hand hatten. Fest verbunden am Käfig. Genau, hier sieht man das. Und in diese Sicherheitszelle wird dann praktisch über ein Schaumsystem, was wir entwickelt haben, der Abdruck des Fahrers genommen, so dass du praktisch dich gar nicht bewegen kannst. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, so wenig wie möglich Relativbewegung. Und dieser Schaum wird dann später noch, also das ist jetzt so ein Grundinlay, und da kommt dann nochmal ein Schaum rein. Der wird dann auch gezogen mit so einem feuerfesten Stoff. Und den nimmt dann eigentlich der Fahrer mit sich mit, oder das heißt, das Team nimmt das dann. Der Fahrer merkt auch sofort, wenn er am falschen Sitz drin sitzt. Das merken die schon. Ja. Da wird es wahrscheinlich einige geben, die ein bisschen sensibler sind, und einige, ist scheißegal. Ja, du, am Ende bei so 24-Stunden-Rennen, dann ist das auch so, dass die teilweise wechseln, dann nicht direkt immer der Richt. Also da wird man schon irgendwie sich auf so einen Sitz einigen. Ja, ja. Dann. Aber grundsätzlich ist das Konzept. Ein Modellauto für Fritz, können wir gleich mitnehmen. Speziell in der DTM hat man eigentlich, bevor man ins 1:1 Fahrzeug geht, erstmal mit einem skalierten Modell gearbeitet. 60%, 40%, 50% Modelle. Und und hat dann im Prinzip die Möglichkeit, natürlich mit viel kleineren Teilen viel schneller und günstiger sozusagen Varianten abzuprüfen im Windkanal. Das heißt, man musste gar nicht groß, man kann auch klein. Also ist von der Auswirkung her genauso. Ja, also es ist, jetzt kommen wir wieder in das Thema Aero, und ich hätte gern, da will ich jetzt nicht zu viel dazu sagen, weil im Grunde das ist sehr sensibel. Skalierungen haben natürlich schon Effekte, aber man kann da schon einiges mit abprüfen und sich Zeit sparen. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, hier drunter, das ist hier alles abgedeckt. Das ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger so abgedeckt. Haben wir ein Windkanalmodell, das ist auch offen, da kann man mal ruhig reinschauen. Ach krass. Und hier ist tatsächlich das ganze Fahrwerk abgebildet als Pushrod-System. Das ist jetzt offen, das ist der 205, du hast das ja eben schon richtig erkannt eigentlich. Von daher, ja, mit Bremse, Bremsenkühlung, hier fehlen jetzt noch Teile. Und so geht man dann krass. Sieht jetzt ein bisschen wild aus alles, weil wir das hier gerade jetzt perfekt vorbereitet haben. Aber da kann man echt einmal alles drauf testen schon mal. Genau, da kann man schon einiges drauf testen. Aber selbst damit müsst ihr auch einen externen Windkanal, selbst in der Größe habt ihr keinen eigenen Windkanal. Nein, genau. Also das muss man auf jeden Fall auch in einem speziell dafür entwickelten Windkanal machen, in so einem skalierten Windkanal. Und da haben wir auch Partner, mit denen wir das machen. Okay. Weiter geht's. Ich muss euch einfach noch mal ganz kurz zeigen, wie detailliert dieses Modell dann doch ist. Also es ist wirklich komplett alles vorne, alle Kanäle, über Bremse. Auch hier natürlich kann man Federn lenken. Also das ist schon eigentlich echt ein vollwertiges Modell, wo man einmal alles nachstellen kann. Ne? Auch so Kühleranströmung und so weiter. Geil. Mega.
So, was haben wir jetzt hier für eine dezente Stahlplatte? Ja, hier auf dieser Platte sind eigentlich die letzten 25 Jahre alle Fahrzeuge entstanden, die wir aufgebaut haben. Und ja, weiß nicht, ob man das eine Geburtsstätte nennt, aber hier entsteht im Prinzip das erste, die ersten Bauteile. Man fängt an, dann misst man das ein und wenn es dann irgendwie so einen Stand hat, dass man das woanders hinbringen kann oder rollen kann, das Fahrzeug, dann verschwindet das hier wieder. Aber das ist hier eigentlich der Raum, in dem eigentlich alles entsteht. Das heißt, hier ist wirklich von Carbon-Monocoque oder von Grundkarosse geht's los. Genau. Und das eben auch schon, ja, seitdem die Firma hier sozusagen besteht. Ja. Geil. Ganz wichtiger Raum für uns. Ja. Ich würde sagen, es war heute schon wieder so viel, dass jetzt tatsächlich es schon langsam dunkel draußen wird. Der Tag ist um, man hört, es ist ruhig, keiner arbeitet mehr. Das ist natürlich umso schade, weil wir haben ja wirklich erst wenig gesehen. Ich würde mal so aus dem Bauch heraus sagen, wahrscheinlich so ein Drittel. Konnten wir jetzt hier zeigen? Passt, ja. Gibt wirklich noch viel. Wir müssen nochmal wiederkommen. Alleine, es gibt auch noch so ein paar Sachen, die hier Spaß machen. Die müssen wir auch noch zeigen am Ende. Das schaffen wir heute auch nicht mehr. Macht hier alles Spaß. Macht alles Spaß, aber das macht körperlich dazu auch noch Spaß. Das würde ich auch sehr gerne noch zeigen. Deswegen auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Unbedingt. Cool. Cool, dass du hier warst. Ja. Und ich würde sagen, ich komme auf jeden Fall nochmal wieder und dann in der nächsten Staffel können wir mal gucken, was wir da noch so zeigen. Sehr gern. Cool. Alles klar. Gut. Vielen, vielen Dank an alle. Geiles Unternehmen. Bitte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.